So, ich muss wieder zurück dahin gehen, dass ich jetzt jedes Spiel, also bei dem Spiel, der einzige Positive, was ich jetzt beim letzten Spiel, das wir verloren haben, zu Recht, das einzige Positive, was ich da mitnehmen kann, ist, ich glaube auch, wenn ich da geschafft hätte, von Anfang bis Ende diszipliniert zu spielen, dadurch, dass der Gegner so schnell 3 Tore geschossen hat, wäre genau das gleiche rausgekommen, ich hätte trotzdem verloren. Aber trotzdem, wir müssen dahingehend zurück. Das vorletzte Spiel hätte man nicht verlieren müssen. Das ist halt richtig scheiße. Und jetzt haben wir schon wieder 3 Siege, 3 Niederlagen. Es ist eigentlich schon wieder eine beschissene. Es ist egal, wie es ausgeht. Selbst wenn jetzt Elite 3 werden sollte, dann wäre es natürlich eine super geile Weekend League, logisch. Aber auch wenn das so kommen würde, auch wenn ich jetzt jedes Spiel gewinnen würde, wäre es ein scheiß Start. Ersten 6 Spiele, 3 verloren, 3 gewonnen, ist ein beschissener Start. Egal, wie es ausgeht. Das kann ich nicht mehr ändern. Das ist halt einfach scheiße. Ach, es kommt eh niemand Neues. Bis ihr euch Alaba habt, es dauert noch ewig. So, aber es wird halt genügend Spiele geben, wo der Gegner nicht ein Überteam hat und damit so gut umgehen kann wie der letzte Gegner. Deswegen konzentrieren wir uns und gewinnen jetzt. Dass wir wenigstens die restlichen Spiele hier komplett diszipliniert gut spielen. Auch wieder ein sehr gutes Team mit Aguero und De Bruyne und Pogba und Kanté und De Gea und Alexandro und David Luiz und oh mein Gott. Egal, wir konzentrieren uns. Der Gegner wird mit Sicherheit nicht so gut spielen wie der letzte. Wir spielen diszipliniert und gut und gewinnen jetzt. Na genau. Schön mal eine Ecke ziehen, aus sonst was mit dem Winkel. Ah, den Ball, ja. Schade, das hat auch fast eine Situation von den Elfmeter gerochen. Ein Stellungsfehler zu machen, ist schon mal schön. Ist da. Da wollte ich nicht hinpassen. Gegner spielt schon mal nicht so gut wie der letzte, das ist doch schon mal beruhigend zu wissen. Das heißt, egal ob ich jetzt gewinne oder verliere, hier ist erstmal ein Sieg drin. Also wenn ich jetzt verliere, kann ich eigentlich jetzt schon sagen, unnötig. Deswegen konzentriert und diszipliniert weiterspielen und dann macht er fast einen Fehler. Schade. Geil gespielt. Da haben wir Glück, dass Brozovic noch irgendwie die Ballkontrolle hinbekommt. Und da vor allem krass, dass Khedira es hier schafft mit seinem, ist Rechtsfuß, ne? Mit seinem schwachen Linken dann doch das Ding zu machen, weil ja, er ist halt kein. Vor allem er macht ihn auch direkt.
Nimmt die nicht mal an, also keine Ballkontrolle. Das ist ein schönes Tor. Wichtig, Kapitän muss auch vorangehen. So, jetzt konzentriert weiterspielen, damit wir das Spiel gewinnen. Ja, er rennt halt. Oh. Rennt halt immer komplett dumm drauf und macht dadurch Stellungsfehler. Leider hat es jetzt einmal funktioniert und ist jetzt fast ein Gegentor gebracht. Hier schon wieder. Lässt Perisic komplett aus den Augen. Leider war der Pass nicht so gut. Aber diesmal macht er den Fehler nicht. Schade. Oh, ich hatte kurz Angst, dass es ein Lagertor gibt, aber zum Glück ist sein Kanté nicht so abschlusssicher wie mein Khedira. Ich dummi. Free macht einen guten Job. Wir stehen viel besser zum Ball, trotzdem kommt der Gegner ran. Was ist denn jetzt los hier? Ich habe immer noch hier schon wieder, er passt nicht mal. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es ganz komisch träge und so ist. Ganz merkwürdig teilweise. Nur wegen dem scheiß Ballverlust, der nur zustande kommt, weil sich gerade komplett zermatscht anfühlt. Der passt, na ist egal, komm. Ach, das Gegentor hätte einfach nicht sein müssen. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Eigentlich wieder der Stellungsfehler. Gut gespielt, schade, dass er geblockt wird. Oh, jedes Mal das Gleiche. Komm, wir machen Doppelpass mit unseren beiden Stürmern. Und hoffen, dass es mal irgendwie durchgeht. Das war jetzt dumm von mir, riskant. Stehen dann zum Glück wieder gut. Es wird auch wieder total aggressiv, finde ich.
Nein, da wollte ich doch überhaupt nicht hinpassen. Danke, Lichtsteiner. Na, geh mal einer ran! Oh, muss ich wieder hingehen und mit einer totalen Todesgrätsche anfangen? Meine Fresse! Wieder macht er den Stellungsfehler. So billig eigentlich. Ich mache aber nichts draus. Das ist das Problem. Oh, mach... Nee, nicht aufregen. Egal wie tollpatschig ich bin halt hier einstellt. Hat er leider genau im richtigen Moment gesehen. Ich wusste es, dass er abschließt, wenn ich den Torhüter raushole. Die muss Brozovic natürlich machen. Weiß ich nicht, warum er den verschießt. Scheiße. War eigentlich die Top-Konterchance und er hat's verkackt. Puh, fuck you. Ach, fuck. Wir standen echt mit 4 Siegen. Ne, Moment mal. Wir können ja gar nicht 3 Siege und 3 Niederlagen haben. Standen wir nicht mit 4 Siegen und einer Niederlage da am Anfang? Oder verwechsel ich es gerade? Komm jetzt, es wäre absolut verdient, jetzt hier zu führen und zu gewinnen. Wir hatten die Riesenchance zu 3-1. Come on! Komm, komm, komm!
Er spielt scheiße raus und wird nicht bestraft. Kacke. Das ist rot. Gibt natürlich kein Rot, klar. Okay, erste Verlängerung in der Weekend League. Nicht verdient, meiner Meinung nach wäre hier ein knapper Sieg für mich verdient. Komm schon. Boah, das Ding von Brozovic. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Ins lange Eck abgeschlossen, er konnte mit seinem starken rechten Fuß abschließen. Flach geschossen. Dann macht das Scheißding nicht rein, ey. Egal, diszipliniert und ruhig bis zum Ende spielen. Diszipliniert und ruhig bis zum Ende spielen. Nur Glück, dass dieser Distanzschuss nicht zum Treffer wird. Wieder mega krasser Stellungsfehler. Sehr schön mit Khedira. Die Pässe kommen teilweise so spät, ich gebe die viel eher ein. Es ist echt anstrengend, nicht sich aufzuregen. Ohne Scheiß. Das ist richtig schwer gerade. Hier, wenn Lichtsteiner so eine Dreckscheiße macht, was soll ich. Oh, ey, da muss man sich doch aufregen. Wie stoppt denn der den Ball? Er sollte einfach nur stehen bleiben und er haut ihn nach hinten weg. Fuck, ey. Müssen wir jetzt echt ins Elfmeterschießen gehen? Wir haben eigentlich nichts gezeigt in der ersten Halbzeit der Verlängerung. Come on. Oh Gott, es fühlt sich nicht gut an, die Weekend League Hitze. Ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt so ist, dass es irgendwie irgendwas nicht richtig funktioniert. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wieso sollte das so sein? Oder ob ich einfach total dumm im Kopf gerade bin und einfach nicht raff, dass ich es schlecht spiele. Ich weiß es nicht, also... Ich habe das Gefühl, dass ich was war denn das schon wieder für ein Pass? Das meine ich die ganze Zeit. Hä? Hätte doch ganz einfach an Sané vorbeischieben passen können. Oh.
Da wollte ich nicht hinpassen, ey, das kotzt mich an. Schon wieder eine Stunde gebraucht, Lichtsteiner, wenn man den Ball abgibt. Ein indirekter Pass, sehr geil, aber leider wird nichts raus. Brozovic macht ein richtig tolles Spiel. War zwar nicht so eine große Chance wie die andere, die er sich hat entgehen lassen, aber hat er auch nicht gemacht. Nice luck. Geil gemacht. Dritte Chance von Brozovic, die er nicht macht. Danke Brozovic, er alleine hätte das Spiel gewinnen können. Richtig beschissen von Brozovic. Keine Ahnung, was da los ist. Elfmeter schießen, konzentrieren. Ganz ehrlich, ich weiß, das Gefühl ist immer scheißegal, aber mein Gefühl sagt mir, wir verlieren. Und zwar richtig beschissen. Aber konzentrieren, diszipliniert bis zum Ende. Wir können das Spiel gewinnen, wir müssen nur dieses Elfmeterschießen gewinnen. Das darf man nicht vergessen. Come on. Nice luck. Tja, wenn man zweimal ins Alu schießt, dann hat man auch nicht verdient zu gewinnen, würde ich sagen. Und wir waren beim ersten Schuss vom Gegner halt auch noch super dran und er rutscht dann trotzdem noch hinten rein. Bin natürlich trotzdem total unzufrieden mit dem Spiel und vor allem mit Brozovic, aber ich freue mich, dass wir gewonnen haben. Und der war zu platziert geschossen. Sehr gut. Ich finde auch, es war absolut verdient. Wie gesagt, Brozovic alleine hatte drei Riesenchancen, er macht sogar eine Vorlage. So, jetzt versuchen wir mal, ja, diese Chancen zu nutzen im nächsten Spiel. Bundesliga, Gnabry ging auch nicht mehr so richtig rund, kann es sein? Was hat er denn momentan für Werte? Origi hat auch lange nichts mehr gemacht. 18 Spiele, immer noch 21 Tore und 5 Vorlagen. Vor allem halt mehr Tore als Spiele, das ist immer gut. So, jetzt konzentrieren, come on! Ich glaube, ich werde mir dann echt noch einen Tee machen nach der Aufnahme. Schön Earl Grey.
Jetzt konzentrieren wir uns. Diszipliniert spielen. Komm, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Es ist richtig geil. Wir haben gewonnen. Jetzt gewinnen wir das Spiel noch und dann haben wir zwei Siege in Folge wieder. Come on, come on. In Form oder nee, Quatsch, ist sogar Glory, Jesus. Come on. Ich hätte eher passen sollen, das war mein Fehler. Schissen verteidigt. Was ist denn hier los? Hat er gar kein Mittelfeld mehr. Und dann haben wir so eine Scheiße raus, auch geil. Gnabry hat so einen krassen Schuss mit seinem Rechten, das ist unglaublich. Wir haben natürlich jetzt Glück gehabt im Endeffekt, aber der Abschluss von Gnabry ist so krass. Ich wollte ihn auch unbedingt wieder auf dem rechten Fuß legen, weil ich wusste, dass er da halt einen richtig geilen Schuss hat. Krass, ey. Bitte, bitte, bitte holt eine Second Inform. Ich will unbedingt die Second Inform von ihm sehen. Weil wenn er jetzt schon so krass ist, ich will gar nicht wissen, wie er sich eine Second Inform von ihm spielen lässt. Mit noch krasseren Abschluss, mit 99 auf Abschluss oder so. Schade. Schade. Ist ja geil gekommen da. Schön auf dem rechten legen und nochmal abschließen. Da hätte ich Bock gehabt. War wohl nix mit einer Pace. Oh, hier ist halt gar niemand. Und der Kopfballsteiger, der hat gerade einen Ball. Das war Glück. Scheiße, schlecht mitgenommen. Gut gemacht mit Kimmich. Wollte halt eigentlich auf Origiv landen, aber naja. Hat es voll gebracht, den Ball so zu protecten und dann eine Schusstäuschung zu machen. Geil, dass ich das Auge noch habe für Origi und dann schön mit Origi ins lange Eck. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Auch sehr abschlussstark, aber ist halt wie gesagt auch eigentlich ein Stürmer. Krass. Richtig krass. Origi könnte auch eine Second Inform kriegen. Wenn der eine Second Inform kriegt, dann müsste ich ihn ja eigentlich fast als Stürmer spielen. Es sei denn, er kriegt wieder eine Second Inform als RM. Das wäre auch nicht schlimm. Dann würde ich ihn bald als RM spielen. Aber er könnte ja auch eine Inform als Stürmer bekommen. Seine Glory-Karte ist halt eine Stürmerkarte, aber ich will ihn eigentlich
Gerade jetzt, wo ich auch mit Gnabry wirklich sehr zufrieden bin, will ich halt eigentlich ihn nicht als Stürmer spielen. Oder lieber als RM, weil das ist ja bisher auch der beste RM auf jeden Fall. Vor allem in der Bundesliga. Schade. Haben wir Glück. Ich habe echt sogar erwartet, dass er den wieder ins lange Eck schießt und schafft, aber hat er nicht geschafft. Schade. Doppelten Mist, da jetzt haben wir doch. Ich hätte noch mal rüberlegen können auf Tolisso, ist auch zu spät gesehen. Mist, schade. Das sind echt tolle Tricks, die du machst, also ist schon ganz schwindelig. Da wollte ich nicht hinpassen. Der letzte Sprint war falsch. Schon wieder. Ich denke immer, ich kann mit einem billigen Sprint vorbeiziehen. Rangis hat den Ball so komisch durchgelassen. Weiß auch nicht, warum er das macht. Also, manchmal machen die echt in der Weekend League Sachen. Da frage ich mich, wieso? Alu. Komm! Oh! Er schießt nicht, pfeift er ab. Ach du Gott. Also, wir müssten auf jeden Fall schon lange 3-0 führen. Jetzt haben wir noch einen Alu-Treffer dazu. Ich drücke die ganze Zeit, aber es passiert nichts. Passiert nichts. Also ich kann nicht weiter drücken. Warum nicht? Ach du Scheiße, mein Controller ist ausgefallen. Ach du Scheiße! Mein Controller geht nicht mehr! Oh fuck! Oh fuck! Das ist nicht der Ernst, oder? Ich habe keinen anderen. Also ich habe keinen Ersatzcontroller. Jetzt geht er wieder. Ach du Scheiße. Jetzt geht er nicht mehr. Er hat einen Wackelkontakt, genau wie der andere scheiß Dreckshuren-Controller schon. Wieso das denn? Alter, ich spiele ja 2-0 und jetzt fällt der Controller aus. Und ich kann keine weiteren Spiele dann wahrscheinlich machen. Oh, jetzt muss ich ganz behindert spielen, damit es keinen Wackelkontakt mehr gibt. Fuck, mit meinen Händen auf dem Tisch dann unten drunter. Oh Gott, das muss ich mir dann erstmal in Ruhe angucken, wenn das Spiel vorbei ist. Ach du Scheiße. Und jetzt ist jetzt gerade Freitag. Das heißt, ich müsste, wenn ich einen neuen Controller haben will, müsste ich dann morgen irgendwo hinfahren und mir einen kaufen. Was ich natürlich nicht möchte. Also, beschissenste Weekend League aller Zeiten incoming. Fuck. Gerade jetzt in der Halbzeit verstehe ich nicht, was da passiert ist. Hat sich komplett gelohnt, auf jeden Fall. Das war gut gespielt, das war richtig gut gespielt, das war richtig, richtig gut gespielt. Aber wie gesagt, ich spiele gerade mit Handicap.
Oh, jetzt fällt der Controller wieder aus. Fick dich, du Scheißding, ey. Das hilft mir auf jeden Fall, ruhig zu bleiben. Ja, jetzt geht er nicht mehr, der Controller. Ich weiß nicht, was ich machen muss, damit er wieder angeht. Er geht. Jetzt geht er wieder, jetzt geht er nicht mehr. Oh, komm, komm! Fuck, vor allem den habe ich ja echt nicht so lange gehabt wie den anderen Controller. Jetzt hat er schon wieder diesen scheiß Wackelkontakt und ich verstehe nicht wieso. Ey, wenn ich das Spiel noch verliere wegen dem Kack-Controller, dann drehe ich echt durch. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, was ich morgen etc. machen soll. Also ich habe keine Ahnung, wie ich hier die Weekend League weiter gestalten soll. Dach, der kann einfach durchrennen oder was? Wir müssten schon 3-0 führen. Das Gegentor wäre vielleicht nicht gefallen, wenn ich normal spielen könnte mit meinem Controller. Der Pass war so nicht geplant. Einzig positiv ist, wir führen noch. Alter, ey, was ist denn los? Kotzt mich an, dass dieser Controller jetzt zu diesem Wackelkontakt. Genau den gleichen wie mein alter Controller. Den habe ich auch noch. Jetzt kann ich da nur noch gucken und testen, welcher weniger Wackelkontakt hat. Wichser, ey. So ein Scheiß. So ein Lacker. Und ich kann nicht richtig zocken mit dem Scheiß-Controller. Fuck. Oh, so unverdient dieses 2-2. Ich müsste schon lange 3-0 führen. So ein unverdienter Ausgleich. So ein scheiß unverdienter Ausgleich. Nur wegen diesem dreckigen Drecks-Scheiß-Controller. Und ich reg mich schon wieder maßlos auf. Das kotzt mich an. Es kotzt mich an, dass es mich ankotzt. Müssen wir wieder einen Führungstreffer schießen. Ey, das ist bitter. Logischerweise wollte ich da nicht hinpassen. Eigentlich eine schlechte Grätsche, die da trotzdem ankommt. Ich sag nichts mehr, ich versuche jetzt einfach irgendwie zu spielen. Oh, Schmelle, du hast doch eigentlich ein bisschen Körper. Nicht mal da kann er sich durchsetzen. Richtig gut gemacht. Das ist ein Foul. Wehe, ich verliere das Spiel noch. Ich will ja eigentlich nicht mal mehr an die Verlängerung, weil wie gesagt, ich muss eigentlich 3-0 führen. Controller fällt wieder aus. Ich muss eigentlich 3-0 führen. Der Gegner schießt diese Dreckstore wahrscheinlich nur, weil ich mich hier gerade gar nicht mehr konzentrieren kann. Weil ich kann mich ja auch nicht mehr normal bewegen beim Spielen. Ich muss ja aufpassen, dass ich mich so wenig wie möglich bewege, damit der Controller nicht wieder ausfällt. Genau in der Halbzeit gibt er den Geist auf oder kriegt halt diesen scheiß Wackelkontakt. Ich verstehe das nicht. Ich spiele ja nur FIFA damit. Ich habe den ersten so lange gehabt, hat er mit Batman gespielt und alles, also lässt sich überhaupt nicht vergleichen und den hatte ich jetzt so kurz. Ich gehe damit immer pflegsam um, ich knall den nicht auf den Boden oder mache irgendwelchen Scheiß damit.
Ach, guck mal, ich habe ja sogar noch Garantie drauf, fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt. Also ich habe ja noch keine 2 Jahre. Fuck. Oh, Controller ist wieder ausgefallen. Fick dich! Scheiße, Mann! Alter, wenn ich jetzt verliere, wenn ich jetzt verliere, dreh ich durch. Geh wieder an! Geh doch mal wieder an, verdammt! Er geht nicht wieder an, er geht nicht wieder an, er geht nicht wieder an! Och, ich kann nichts machen, Alter. Jetzt ist er wieder an. Oh, ist das eine Scheiße, ey. Ist das eine Scheiße. Raff dich, du beschissener Controller. Ja, jetzt geht's hier echt in die Verlängerung, nur wegen dem Drecks-Huren-Controller. Ist das zum Kotzen? Das haben wir wirklich noch nicht. Das ist das Schlimmste. Das noch nie. Oh Gott. Ich weiß, was soll ich denn machen, Mann? Wie soll ich denn jetzt weiterspielen? Ich habe keinen anderen Controller. Muss ich echt immer einen auf Vorrat haben, oder was? Ist ja auch dumm, weil dann hast du den ja schon länger. Also wenn ich einen auf Vorrat habe, dann ist ja auch irgendwann von dem mal die Garantie weg. Oh ey, das gibt's gar nicht. Richtig Glück gerade, läuft. Krasse Parade. Das ist ein Foul. Nice luck, nice luck. Oh, was für ein Spiel, was für eine Weekend League, was für ein Spiel, was für ein scheiß Controller, was für eine Kacke. Wackelkontakte, unglaublich.
Beschissener Lacker. Beschissener Lacker, Mann! Scheiß Controller, nur wegen dir! Oh, ich kotze. Es kotzt mich so an jetzt, wenn ich das Spiel verliere. Weil es so krass unverdient ist. Und wie gesagt, technische Mängel. Was ist denn da los? Ich sehe es verlieren. Es passt einfach so perfekt. Der Controller geht kaputt. Du musst das Spiel verlieren. Es geht nicht anders. Du führst 2-0. Wie sollst du sonst verlieren? Natürlich verliere ich das jetzt. Oh, ich. Eigentlich musste ich den Controller direkt nehmen und gegen die Wand schmeißen für diese Scheiße hier. Na klar, was sonst? Fuck you! So eine unverdiente Scheiße mit diesem dreckigen, scheißbehinderten Scheißcontroller. Fuck you, du Scheißding!